Hallo liebe Volleyballfreunde, hier aus der Arena Schwerin, wo heute der Schweriner Sportclub auf den Köpenicker Sportclub Berlin trifft. Der Tabellendritte gegen den Tabellenachten. Ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Die Köpenicker haben noch wieder was gut zu machen aus dem Hinspiel, wo der Schweriner SC 3:1 in Köpenick gewonnen hat. Wir erwarten hier ein spannendes Spiel und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Sendung bei Sport in Schwerin. Ja, und damit begrüße ich Sie auch hier vom Kommentatorenplatz beim Spiel zwischen dem Schweriner Sportclub und dem Köpenicker SC Berlin. Schwerin wird dieses Spiel eröffnen
und mit der Nummer 10 Dennis Hanke. Und der erste Punkt für den SSC 1-0. Der Ball von Köpenick im Aus. Weiterer Punktgewinn durch Schwerin 2-0. Erster Punkt für Köpenick, 2-1. Weiter geht's beim Köpenicker SC mit der Nummer 15, Courtney Edwards. Und Mira Topic mit dem Punktgewinn. Drei zu eins. Patricia Thormann. 4-1. Der Ball noch schön gerettet, jedoch geht er ins Aus. 4-2. Für Köpenick jetzt Pia Riedel. Köpenick verkürzt weiter auf 4-3. Und Julia Retzlaff mit dem Punkt 5-3. Weiter geht's mit Hanna Haungas. Der Punkt für Köpenick 5-4. Der Nummer 7 jetzt für Köpenick, Sandra Sell.
und der Ausgleich durch den Köpenicker SC Berlin 5:5. Patricia Thormann mit dem Punkt für den Schweriner Sportclub 6:5. Patricia Thormann jetzt auch eine Angabe. Köpenicker Sportclub 6:6. Der Ball war im Aus. Punkt für Schwerin 7:6. Julia Retzlaff. Und Lisa Thompson kann da den Ball nicht mehr kontrollieren. 7:7. Der Ball war mal aus. David geht der Köpenicker SC in Führung und gleichzeitig in die erste technische Auszeit beim Stand von 7:8. Steht der Block von Köpenick 7:9. Ball war Maus 8:9. Weiter geht's mit Bernd Kaufeld für den Schweriner Sportclub.
und Miratopic zum 9:9. SC Berlin 9:10. Eine Angabe jetzt. Ilona Dröger. Der war zu weit. 10:10. Für Schwerin jetzt Dennis Hanke. Vom Block ins Aus. 10:11. Schwerin 11:11. Gemacht von Köpenick. 12:12. Pierre Riedel. Schwerin 13:12. Patricia Thormann zum 14:12. Weiterer Punkt 15:12. Für Köpenick 15:13. Der Ball von Sandrasel ging ins Aus. 16:13,
zweite technische Auszeit. Ja, kommen wir jetzt mal auf den zweiten Tafel. Wir wollen natürlich Hinweis auf das nächste Heimspiel am 25.01. ankündigen. 19 Uhr in der Arena Schwerin, Schweriner SC gegen Dresden SC. Das ist der Klassiker der Nord-Süd-Gipfel und da soll sich rechtzeitig die Karten vorlegen. Also Schwerin gegen Dresden, 25. Januar, 19 Uhr. Und wir begrüßen auch hier in der Halle heute den German Kids Master aus der Mannschaft aus ganz Deutschland und den besten Lehrer Schwerin Sport. Und auch hier ein herzliches Hallo und ein herzliches Hallo, dass ihr hier seid. Weiter geht's mit Patricia Thormann. Aber den ersten Punkt holt der Köpenicker SC 16-14. Weiterer Punkt 16-15. Der Ball ging ins Aus, 17-15. Julia Retzlaff. Weiterer Punkt für den Schweriner Sportclub. 18-15. Auszeit genommen vom Trainer Gilles Ferrer-Coutinho beim Köpenicker SC. Da steht der Block vom Schweriner Sportclub 19-15. Punkt für den Köpenicker Sportclub 19-16. Schön gemacht von Mira Topic, 20-16.
weiter geht's beim Schweriner Sportclub mit Bernd Kaufeld. Der ging ins Aus, 21 zu 16. Wechsel jetzt beim Schweriner Sportclub für Berit Kaufeld. Kommt jetzt Johanna Gallas. Erneut schöner Block vom Schweriner Sportclub, 22 zu 16. Ebenfalls Wechsel beim Köpenicker SC. Für Pia Riedel kommt Sarah Weiland. Ging an den SSC und nochmalige Auszeit durch Köpenick beim Stand von 23 zu 16 im ersten Satz. Für den Schweriner Sportclub 24 zu 16 und das heißt Satzball im ersten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und dem Köpenicker Sportclub Berlin. Und auch dieser Punkt geht an Schwerin. Damit gewinnt der Schweriner Sportclub den ersten Satz. Und es steht in den Sätzen 1 zu 0. Und ich begrüße Sie zum zweiten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und dem Köpenicker Sportclub Berlin hier in der Arena Schwerin. In den Sätzen steht es 1 zu 0. Eröffnen wird den zweiten Satz der Köpenicker SC mit Ilona Dröger. Und der erste Punkt geht an den Schweriner Sportclub. 0 zu 1. Weiter geht's mit Dennis Hanke. Mira Topic. Weiterer Punkt für Schwerin. Zwei zu null.
erhöht auf 3:0. Der Ball ging in Seiten aus. 3:1. Kurt Neertplatz mit der Angabe für Köpenick. Ball war Maus. Köpenick verkürzt auf 3:2. Und Mira Topic mit dem Punkt für Schwerin 4:2. An der Angabe jetzt Mira Topic. Der Ball ging ins Aus. 4:3. Pia Riedel. Und Patricia Thormann mit dem 5:3. Weiter geht's mit Hannah Haugas. Und Hannah Haung Ass schlägt ein Ass. 6:3. Zu 3. Punkt für den Schweriner Sportclub. 8:3. Und das heißt, erste technische Auszeit im zweiten Satz. Der Ball ging ins Aus. Punkt für den Köpenicker Sportclub. 8:4.
Weiter geht's mit Sandra Sell. Und der Punkt für den Schweriner Sportclub 9:6. Weiter geht's an der Angabe jetzt. Patricia Thormann. Der Ball ging ins Aus. 10:6. Und Berit Kaufeld mit dem 11:6. Auszeit durch den Köpenicker Sportclub. Für Schwerin 12:6. Der Ball ging ins Aus. 12:7. Punkt für Schwerin. 13:7. An Angabe jetzt Julia Retzlaff. Für Köpenick 13:8.
Ball ging ins Haus. 14 zu 8. Dann glaube ich jetzt Berit Kaufeld. Zu 9. Ilona Drücker. Schwerin 15 zu 9. Dennis Hanke. Der Ball ging ins Netz. 15 zu 10. Zu 11 und das heißt zweite technische Auszeit im zweiten Satz. Weiter geht's mit Mira Topic für den Schweriner Sportclub. Aber auch der Ball geht ins Netz. 16 zu 12. Sarah Weiland schlägt den Ball ins Netz. 17 zu 12. Hanne Augenhaus. Hanne Angabe jetzt. Köpenick 17 zu 13. Sandra Sell.
Punkt für Schwerin. 18 zu 13. Weiter geht's mit Patricia Thormann. Erneut vom Block ins Aus. 18 zu 14. Lucy Wiseda ebenfalls mit der Angabe ins Netz. 19 zu 14. Für Schwerin jetzt Julia Ratzlaff. Punkt für Köpenick. 19 zu 15. Kaufeld mit dem 20 zu 15. Und Wechsel beim Schweriner Sportclub für Hanna Haugenhaas und Berit Kaufeld. Kommen jetzt Johanna Gallas und Anja Brandt. Der Wechsel zurück. Berit Kaufeld kommt wieder ins Spiel und Johanna Gallas geht raus. Anja Brandt mit dem Punkt 21 zu 16. Eine Angabe jetzt Denise Hanke. Schwerin 22 zu 16. Und Auszeit jetzt durch den Köpenicker Sportclub. Aus 22 zu 17.
Anja Brandt, 23 zu 17. Und Wechsel für Mira Topic kommt Hiroku Hakuta. Zu 17. Satzball im zweiten Satz. Ausführen wird diesen Hiroku Hakuta. Erster Satzball abgewehrt. 24 zu 18. Weiter geht's mit Sarah Weiland. Und Patricia Thormann mit dem Punkt für den Schweriner Sportclub. Damit geht der zweite Satz 25 zu 18 aus und es steht in den Sätzen 2 zu 0. Und damit melden wir uns zum dritten Satz im Spiel zwischen dem Schweriner Sportclub und dem Köpenicker SC Berlin zurück. Es steht in den Sätzen 2 zu 0 für den Schweriner Sportclub. Das heißt, wenn sie diesen Satz gewinnen, ist das Spiel für Schwerin gewonnen. Eröffnen wird den Satz Dennis Hack. Für den Schweriner Sportclub 1 zu 0. Köpenick 1 zu 1. Schwerin 2 zu 1. Weiter geht's mit Mira Topic. Patricia Thormann mit dem 3 zu 1.
der Ball war Maus. Punkt für Schwerin. 4 zu 1. Der Punkt geht nach Köpenick. 4 zu 2. Eine Angabe jetzt für Köpenick. Ilona Brügge. Aus. 5 zu 3. Weiterer Punkt für Schwerin. 6 zu 3. Brand. Patricia Thormann erhöht auf 7 zu 3. Schwerin 8 zu 3. Erste technische Auszeit im dritten Satz. Weiter geht's mit Anja Brandt. Und Sandra Sell zum 8 zu 4. Kirby Edwards. Schwerin 9 zu 4. Patricia Thormann für den Schwerin Sportclub. Ball ging ins Aus. 10 zu 4.
Ball warm aus. 11:4. Wechsel beim Köpenicker SC. Pia Riedel geht raus, dafür kommt Sarah Weiland. Ball ist drin, ein Ass von Patricia Thormann. 12:4. Auszeit durch Köpenick. Köpenick 12:5. Für Köpenick jetzt eine Angabe Sarah Weiland. Schwerin. Jetzt Tanja Joachim für Patricia Thormann. Weiterer Punkt für Schwerin, 13:5. Köpenick 13:6. Sandra Sell. Köpenick 13:7. Dreizehn zu acht. Mira Topic 14:8. Punkt für Köpenick 14:9. Thank you.
Ball geht ins Aus. 15 zu 9. Wechsel beim Schweriner Sportclub. Für Hanna Haumers kommt Dennis Hanke. Und für Tanja Joachim kommt Patricia Thormann. Das war kein Punkt und auch kein Ass. Das Ganze wird nochmal wiederholt. Die Schiedsrichter scheinen da noch nicht ganz so weit gewesen zu sein. Es bleibt beim Stand von 15 zu 9. Für Köpenick 15 zu 10. Köpenick verkürzt weiter 15 zu 11. Auszeit durch den Schweriner Trainer Ton Beuys. Topic mit dem 16 zu 12, zweite technische Auszeit im dritten Satz. Weiter geht's mit Mira Topic.
für Köpenick. 16 zu 13. Ilona Dröger. Eine Angabe jetzt für Köpenick. Und der Köpenicker SC verkürzt weiter auf 16 zu 14. Zu 14. Ball ging ins Netz. 17 zu 15. Courtney Edwards. Patricia Thormann mit dem Punkt für den Schweriner Sportclub. 18 zu 16. Punkt für Köpenick. Zu 17. Und der Ausgleichstreffer für Köpenick. 18 zu 18. Und Auszeit durch Schwerin. Köpenicker Sportclub geht in Führung 18 zu 19. An der Angabe jetzt Sarah Weiland. Der Ball ging ins Aus 19 zu 19.
Ball ging ins Aus. 20 zu 19 für den Schweriner Sportclub. Julia Retzlaff. Zu 20. Zu 20 für den Schweriner Sportclub. An Angabe jetzt Bernd Kaufeld. Gleich 21 zu 21. Lucy Vesela. Für den Schweriner Sportclub. Technischer Fehler. 22 zu 21. Weiter geht's mit Dennis Hanke. Zu 21 und Auszeit durch Köpenick. Köpenicker SC 23 zu 22. Und Patricia Thormann mit dem 24 zu 22. Das heißt, Satzball und Matchball für den Schweriner Sportclub. An der Angabe jetzt Mira Topic. Und das war's. Damit gewinnt der Schweriner Sportclub gegen den Köpenicker Sportclub Berlin 3 zu 0. Nachsetzen.
kommen wir noch zur Wahl. Zur Wahl der besten Spielerin. Und der Köpenicker Trainer wählt beim Schweriner Sportclub Patricia Thormann aus. Boys jetzt mit der Wahl des besten Spielers auf der Seite von Köpenick. Und das ist die Nummer 10 beim Köpenicker SC.